So, wir wollen uns weiter umsehen hier in Piper's Den oder whatever. Hacken. Jo klar. What? Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. So, her mit dem Scheiß. Oh. Oh. Good money. So, wir werden... Alter, ich bin so low on everything hier in diesem Run. Das ist nicht normal. Ja gut, dann werden wir mal unseren, was? Ne, Genbank brauche ich nicht. Dann werden wir uns mal auf unseren Bohrer beruhren. Oh, hey, hi. Hey. Ah. Ja, du Spasti, Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah. Alter, diese Viecher sind sowas von lästig hier. Oh, mein Gott. Gib mir einen Scheiß hier. Okay. Naja, ich sollte vielleicht doch eher ein bisschen auf... Distanz gehen bei diesen Monstrositäten. Oh, hi. Oh, gib mir deinen Scheiß. Yo, 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 yo. Mülleimer, zack. Ach ja, ich liebe es, wenn man alles plündern kann. Okay, da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hin. So ein Aschenbe... Ha? Ha? Komm ich denn da rein? Hm. Wie komm ich denn... Och, ficken, Alter. Ernsthaft? Oh, ihr seid solche Lappen, Alter. Nicht mehr feierlich. Lass mich doch mal gucken, wie ich hier reinkomme. Kann ich das kaputt schlagen vielleicht unter Umständen? Nö. Okay, da muss ich wahrscheinlich von woanders hier rein. Mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Alles klar, ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, dass ich es mir einfach heranziehen musste. Ja, und anscheinend haben wir eine Fehde mit der guten Dr. Holloway. Okay. Oh, hacken, 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 hacke es. Nice. Ich krieg nämlich immer einen Erste-Hilfe-Kasten geschenkt. So, jetzt möchte ich als erstes mal, ganz wichtig, mir das hier kaufen. Dann kaufe ich mir zwei Spritzen. Und das restliche Geld gebe ich aus für... Nieten, glaube ich. Ja. Nice. Dann kaufe ich mir noch ein bisschen Vitamin, dass ich voll bin. Gibt's da was, was Eve heilt? Oh ja, Frischwasser. Nur dann. Kann ja nicht schaden, naja. Ist jetzt zwar nicht so Bombe, aber... Passt schon. So, was geht? Okay, hier kann ich nicht rein. Oh shit, ich glaube, ich weiß, was hier kommt. Ha? Huh? What's up, man? What's up? Oh, give me your shit, Alter. Rosie. Rosie. Das Modell ist doch schon out of date hier. Okay, da müssen wir rein. Dann gehen wir aber noch nicht rein. Ich möchte erstmal glotzen, was es hier so gibt. Oh, hi. Hey, hi. Hallo. Fuck, falsches Ding. Ah, fuck you. Yo. Ah. Oh, ich höre eine little sister. Du kämpfst jetzt an meiner Seite, Junge. Ich meine, du bist zwar fast am Arsch, aber... Who cares? So, jetzt gehen wir mal hier rein. Wow! Mein Gott, ne, diese Viecher machen mich kaputt hier. Oh, das brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht. Hello? Ich hätte gern was zum Essen. Hello? Ja, Eve-Spritze, nice, her damit. Ah, da vorne ist er. Der Blech-Daddy. So, siehst du bei dir, oder? Oder? Moment. Kurz gucken, was hier geht. Ich habe so wirklich das Gefühl, ich sollte hier alles einsammeln, was geht. Alles, was geht. Kann ich da durch? Nö, zu fett. Ich bin zu blechig dafür. Hallo? Oh, hi.
fuck you, bitch. Du schreist zu laut, du bist schon tot. So, das Ding hacken wir auch mal gleich. Wir wissen nie, wann wir es gebrauchen können. Oh shit. Oh shit. Ach, Mann. Wo ist denn die Scheißknarre? Och, Leute. Ernsthaft? Ach, nö. Jetzt haben sie mich gesehen. Ah, oh, jetzt nicht mehr. Okay. Sehr gut. Ha! Meine Güte, ne? Hier, einpacken. Alles einpacken, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Yo, nice. Where are you, Big Daddy? Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt schon gegenübertreten soll, ehrlich gesagt. Aber, mein Gott. Ja, er hat eine Sister bei sich. Let's go. Ich habe ja mein gutes... Wow. Nein, nicht den Bohrer. Genau. Schwere Nieten, wenn es geht. Oh shit. Oh shit. Ja, der Typ, der frisst ein bisschen viel, ne? Dafür, dass ich keine Munition mehr habe, ist das doch ein bisschen ärgerlich. Fuck. Ja gut, jetzt habe ich nur noch mein Bohrer. Yeah. In your bitch, Alter. Gib mir deinen Scheißdreck. So, und du kommst mit mir. Adoptieren, ausbeuten. Na, wir adoptieren sie natürlich. Ja, komm her, Schnuckelchen. So. Das Nervige an diesem Spiel tatsächlich ist, dass wir halt immer wieder... immer und immer wieder Adam sammeln müssen. Das ist etwas lästig, wenn ich ehrlich bin. Oh, da oben liegt was Nettes. Aber gut, ist halt, gehört halt zum Spiel dazu, ne? So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich genug... Oh, ich habe ein bisschen Cash. Das heißt, ich kann mir Nieten... Oh, ich habe 60 Nieten. Oh, okay. Gut, aber das heißt, ich kann mir hier ein bisschen Vorrat an Knarren holen. An Knarrenkugeln. So, okay, dann bin ich vielleicht ein bisschen gut vorbereitet. Ich weiß es nicht. Ich meine, da ist Öl. Das ist ja schon mal ganz nice. Hier, sammel. Beeil dich, Schätzchen. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Jo. Die ist leer wie eine Gefängniszelle, die eine Leclerc braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. So, von wo kommt ihr Lappen? Ah, von hier. Alles gut. So, jetzt hauen wir euch erstmal aus dem Leben, würde ich sagen. Fuck you. Ist halt echt scheiße, dass die normale Muni nicht wirklich sehr effektiv ist gegen diese Gegner. Das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, kann man nichts machen. Ja. Wow, 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 wow. Bitch. Oh, nice. Ist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Mein Gott, es sind einfach zu viele Gegner. Oh nice, du bist soweit. Dann come here, man, come here. Yo, so, jetzt tun wir erstmal alles. Alles einsacken, was geht, würde ich sagen. Ja, man sieht schon, Munition ist in diesem Spiel wirklich nicht sehr viel, also. Sonst noch was? Nö. Na gut, dann werde ich mal auf meine Nietenknarre weiter umsetzen hier, würde ich sagen. Die macht nämlich auch ganz guten Damage. So, wo ist die zweite Leiche, die ich plündern muss? Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Ja. Mein Gott, ist das lästig. Kann ich irgendwas tun? Oh, ich habe 80. Hm. Gesundheitsupgrade, nice. Eve-Upgrade auch noch gleich hinterher. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wir müssen wohl hier runter. Okay. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wie? Achso, ich kann nur 5... Achso, okay. Ich kann nur 5 Spritzen mitnehmen. Zumindest jetzt im Moment. Oh shit. Oh shit. Oh fuck.
Okay, ich muss auf ihn draufbolzen, was geht. Hilft alles nichts. Bleib stehen, du Spast. Hallo? Komm runter. Mein Gott, ne. Oder wenigstens alle Verbandskisten im Arsch stecken. Ist natürlich auch schon mal vorteilhaft. Gut, dann kann ich die Spritze ja auch gleich mitnehmen. Sehr nice. Oh, 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 oh. Ach, hier ist das auch noch. Ach, du meine Güte. Ja, komm, nimm mit. Ich bin gerade ein bisschen ängstlich, wenn ich das so sagen darf. Aber gut, machen wir es halt mal. Ich meine, dann haben wir es hinter uns. Allerdings, ja, werde ich das benutzen. Genau. Jetzt kommen sie natürlich von allen Seiten. Das ist natürlich auch wieder lästig. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Ach, halt doch mal die Klappe. Wegnehmen, wie damals Mach. Eleanor. Do it. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Alle die Viecher, die fressen einfach zu viel. Das ist... Das ist einfach Tatsache. Wie kann man denn so viel Muni fressen, Jungs? Mein Gott, ne. Gut, aber sie braucht nicht lange, das ist auch gut. Oh, hi. Hey. Oh, fuck. Kann ich, muss nachladen. Ha? Huh? Fuck, das war daneben. Mein Gott, ey. Diese Schreie nerven ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil sie halt völlig übertrieben sind. Bist du fertig? Yay, nice. Yay, wir haben wieder ein bisschen Adam gegained. Ne? Toll, okay. Gut. Ich glaube, es ist so, wenn man Adam in diesem Spiel gaint und wenn man die ja, Little Sisters quasi wieder zurück in ihre... Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja... Wenn man sie quasi dann abgibt, in den Lüftungsschacht steckt, dann kommt, glaube ich, immer automatisch eine Big Sister. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil diese Viecher sind sehr nervig. Ja, gebt mir alles, was ihr habt. Gebt mir alles oder nichts. Zumal wir hier auch gar nicht hin müssen, ehrlich gesagt. Na klar retten wir dich, was denn sonst? Aber ich glaube, es kommt auch nur eine Big Sister, wenn ich alle beide, also wenn ich... alle quasi in diesem Level gerettet habe. Danke. Oder ausgebeutet habe, whatever. Okay, sehr nice. Das heißt, ich kann mich wieder ein bisschen aufpowern. Eve Upgrade, ja, das ist sehr wichtig. Plasmid-Slot brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Eve Schoner, das ist natürlich nice. Und Körperpanzerung, das werde ich jetzt als erstes mal mir aneignen. Trinker, Schnelligkeit, Bohrer. Ja, wir tun das mal weg. Okay, den Rest tun wir uns aufheben. Geld, wie sieht's aus? Geld, ja, wir kaufen wieder ein bisschen. Munition, wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, richtig. So, wir müssen sowieso dahin. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal dahin. Weil, was ist denn gerade unsere Mission eigentlich? Geh zum Sinclair Deluxe Hotel. Okay, alles klar. Alles klar. Jupp. Hi. Ja, sieht schon alles ein bisschen verkommen aus hier, ne? Geht da oben was? Nope. Sinclair Deluxe. Was steht da? Einheit mit dem, okay. Haben Sie den Rapture Blues? Rufen Sie Dr. Lamb an. Okay, Low and Pep, Alter. Scheiß Psychologen, ey. Zack. So.
Immer schön umgucken, was hier geht. Kann ich hier rein? Bestimmt irgendwie. Crazy sagt, verzieh dich und verreck, du Blackadder. Das ist schön. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Naja. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Versuch's in dem Leihhaus Downtown. Machen wir doch. Oh, was ist hier drin? Nice. Wir haben auch gerade gesehen, ich habe eine Shotgun-Muni bekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich demnächst auch eine Shotgun bekommen. Was ist hier los? Okay, hier geht nicht viel. La 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 la. Sardinen, schwere Nieten, Bohrertreibstoff brauche ich nicht. Was ist das? Okay, nix. Gut, das war's. Ah! Bisschen lame, wenn ich ehrlich bin. Gut, hier kommen wir also nicht vorbei. Moment, das heißt, wir kommen hier auch so. Okay, wir kommen gar nicht weiter hier. Alles klar. Alles gut. Dann müssen wir woanders hin. Ich habe gerade ein bisschen Gefühl, dass es, dass mein Video asynchron ist. Ich weiß nicht warum, aber es könnte sein. Ich weiß es nicht. Das werde ich im nächsten Part dann abchecken. Mein Gott, kann der nicht mal ein bisschen schneller laufen hier? Kingpawn, okay. Königsbauer, what? Okay, hier ist, denke ich, auch mal erstmal alles aufgeräumt. Oh. Er hat einen Weg zu einer Vita Chamber geöffnet. Das ist aber sehr korrekt von dir, Kollege. Gut, da drin liegt was, was ich... Gib den Code, den du gefunden hast, auf dem Zahlenfeld vor der Klinik ein. So solltest du aufs Dach aufkommen. Habe ich einen Code? Ah, okay. 0047. Alles klar. Na denn? Forschungskamera. Yay! Natürlich hat sie eine, Wiedergeburt in diesem Teil. Die, ach, so schöne Kamera. Okay. Sollte man merken, dass hier eins... Wow, 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 wow! Ich weiß doch nicht, warum du dich jetzt selber in Flammen gelegt hast, aber passt schon. Oh shit. Ich sollte das Ding hacken. Hacken sollte ich es. Das erspart mir einiges an Ärger. Nice. Jo, gib mir das all. Gib it mir. Fisch, gibt's hier was? Nö. Okay. Ihr habt auch alle schon frischere Tage gesehen, glaube ich. Oh shit. Ha? Huh? Ich würde gern hacken, das Ding. Was? Kann ich die Dinger nicht hacken? Nö. Oh hi, hey. Danke, gute Arbeit, Leute. Das nenne ich doch mal einen Service. Ich könnte das Ding hacken, weil wenn sie sich heilen, verletzen sie sich nämlich dann dabei. Oh, give me the shotgun. Give me the shotgun. Oh ja, power up the people. Nice. Erhöhter MG-Schaden natürlich. Weil das MG werden wir jetzt ein bisschen öfter benutzen. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt im Spiel. Was ist? Oh, hey, hi. Hey. Hey, hi. Mein Gott, ne. Wie, nix da? Wollte gerade sagen. Gib mir alles, was ihr habt. Ja, da ist ein Audiolog wieder. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Oh, Shotgun-Muni unterm Tisch. Nice. Nice, nice, nice. So, was haben wir hier? Gar nichts, doch ein Aktenkoffer. Zack. Ah, Bohrer brauche ich nicht. Bohrer brauche ich nicht. Die Eve-Spritze auch nicht. Die Toilette auch nicht, wie es aussieht. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob ich mal kacken muss oder so, ne?
Okay, es geht weiter. Stelle mich gar nichts mehr. Stelle du dich deinem Gott, deinem Unheiligen. Das sind doch alle bekloppt hier, alle. Alle bekloppt hier drin. Okay. Ach, ein Audiolog. Her damit. Und Geld. Nice. Her damit. Her damit. Geld können wir nie genug haben. So, jetzt wieder irgendwo eine Kamera, wie es aussieht. Oh ja. Was? Entschuldigung, aber sie konnte mich hier nicht sehen. Naja. Thema ist erledigt. Okay, das sieht jip gefährlich aus. Oh ja, wenn hier schon panzerbrechende Munition liegt. Ha! Heißt, es kommt irgendwas Panzeriges, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh shit. Ich glaube, hier können wir wieder Eve sammeln. Wenn wir eine Little Sister hätte. Ach, hier bist du! Ja, verrückt. Also, die haben echt mittlerweile Stealth Kills, diese Leute hier. Das ist also abartig, ist das. Das ist verrückt, ist das. Ah, da vorne steht auch schon wieder eine. Hauen wir erstmal aus dem Leben, würde ich sagen. Nice. So, da muss ich kurz überlegen, wo ich eigentlich hin muss. Wow! Ah, oh, wieder ein dummes Geschütz, ey. Scheiße, Alter, die fressen ja richtig. Gut, machen aber nicht viel Schaden, wie es aussieht. Ha, geil. Oh, geben dafür wieder ordentlich Muni. Bam, 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 bam. Bam! Moment, du bist auf meiner Seite, oder? Oh, da hinten liegt was Nettes. Fuck! Nose! Das war jetzt nicht so mal. Ja, das war nicht meine Intention. Stier. Okay, müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ach, warte, ich liebe es. Was ich auch sehr gut heißen muss, ist, dass die Kameras deaktiviert bzw. gehackt bleiben und nicht irgendwann wieder, ja, anfangen rumzuspinnen. Das finde ich ganz nice. So, wo muss ich hin? Muss ich da runter? Ach so, okay. Huah! Ah, die Forschungskamera. Ja, verrückt, nice. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor Wunderwerk, mein Junge. Naja. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Nee. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Na gut. Wir üben das mal kurz, ja? Ja, klar. Zack. Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starke Natürlich hat er mich bemerkt. Nimm ihn. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Oh ja, ich erinnere mich, glaube ich, was kommt. Erforsche Brute Splicer. Ich will dich fotografieren. Fuck. Oh Mann. Ich muss halt tatsächlich sagen, in diesem Spiel lohnt es sich tatsächlich, die Typen zu fotografieren, weil wir machen ungemein viel mehr Damage, wenn wir sie fotografieren und ihre Schwachstellen aufdecken. Beim ersten Teil habe ich es ein bisschen vernachlässigt, aber in diesem Teil werde ich es wahrscheinlich doch etwas öfters einsetzen müssen. Ich bin gerade am Überlegen, muss ich hier hin? Hello, okay. Hier gibt es gar nichts. Das kann ich ja fast nicht glauben hier. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit...
einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Ach ja, man kann auch filmen hier, okay. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Du hast dieses Ziel bereits erforscht, okay. Aber wenn ihr meint. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ja, okay, man kann auch währenddessen filmen. Oh mein Gott, ne, das wird stressig, dieses Spiel. Gut, wir müssen im Endeffekt jetzt erstmal nur den Fetten fotografieren. Ja, ich weiß, warum ich panzerbrechende Muni bekommen habe. I know, bro. Was schenkt ihr mir? Gar nichts. Nieten. Das ist aber toll. Danke. Aspirin. Okay. Ja, Schrotmunition, nice, aber im Moment eher uninteressant. Ja, ich könnte mir zwei Hackerpfeil, ne, ein Hackerpfeil kaufen, okay. Ansonsten werde ich, glaube ich, mein ganzes Geld wieder für Muni ausgeben. Allerdings will ich den jetzt erst gar nicht mal umnatzen, weil... Ich muss ehrlich sagen, in diesem Teil bin ich gar nicht so erpicht darauf, fuck you, Alter, die Little Sisters zu sammeln, weil... Ihr wisst warum. Gibt's ja auch was in nützlich oder? Nöp. Über da! Oh, safe, nice. Zack, Audiolog. Zack. Zack. Schrot Muni. Ne, Moment, ist keine Schrot Muni. Nice. Schon wieder Panzer brechen. Ha, jetzt wollen sie es aber wissen, hä? Hey. Ja, Schrotmuni. Mir fehlt dann nur noch die Shotgun. Okay. Ah, ich verstehe. Muss ich hacken wahrscheinlich. Oder? Ja. Ja. Oh, hey, hi, hey. Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Alter! Och, fickt euch doch alle ins Gesicht, Alter. Wer schmeißt hier mit Scheiße rum, Alter? Meine Güte, ne? Pisst euch, ihr scheiß Potz. Also, muss ganz ehrlich sagen, mit der Steuerung komme ich irgendwie gerade im Moment überhaupt nicht klar. Okay, es kommt deutlich weniger, wie ich erwartet hätte. Was das Ganze nicht trotzdem umso schlimmer macht. Mein Gott, ich habe keinen Bock, euch zu hacken. Sind wir soweit? Okay, die Kamera ist da oben, das heißt, wir müssen sie einfach nur außer Betrieb nehmen. So, jetzt aber. Meine Güte, ne. Also, dass das Spiel so stressig ist, habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. So, wir fressen uns mal hier durch. Oh, Nieten, nice, her damit. Bisschen Treibstoff, auch gut. Was ist denn hier los, Alter? Oh, das war hier los. Den habe ich ja gar nicht gerafft. Her, zum Glück mit freundlichen Grüßen. MFG und so. Ich habe schon gedacht, was ballert mich eigentlich die ganze Zeit ab hier wie so eine Scheiße, hä? Okay, das brauche ich nicht. Ja, wir haben sie gerade draußen schon wieder schwimmen gesehen. Sie ist wieder da. Nicht er ist wieder da, sondern sie ist wieder... Sie ist wieder da. Jetzt möchte ich allerdings erstmal glotzen, ob ich noch irgendwas Brauchbares hier finde. Naja. Ansichtssache, ne? Was geht hier hin für den Film? Ach, ich muss hier sogar lang. Okay. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ich gebe mir redlichste Mühe. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an. Filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Ja, okay, der Film läuft jetzt. Das heißt, mein Kampf wird aufgezeichnet.
Je nachdem, wie gut ich mich schlage, umso mehr Points bekomme ich und umso mehr Bonus ich kriege. Na gut, den Typ lassen wir jetzt erstmal da hin. Oh, was ist das? Feuersturm. Ach, das ist im Endeffekt nur sowas ähnliches wie die statische Entladung, nur halt in Feuer. Nice. Dass man den ganzen Scheißdreck hier aufsammeln, möchte ich meinen. Mein Gott, ich bin verwirrt, Alter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gib mir den Scheiß. Kann ich das öffnen? Nö. Wow, Big Daddy im Anmarsch. Ach, fick dich doch, Junge. Verpiss dich doch, Alter, von mir. Mein Gott, ne. Eigentlich will ich, den Typen jetzt im Moment nicht entgegentreten. Das heißt, ich werde mich erstmal auf diesen Fetten konzentrieren, weil die können nämlich nichts. Beziehungsweise nicht viel. Bam. So, jetzt filmen wir ihn. Und jetzt gibt's Ärger, Alter. Jetzt Ärger in Kambodscha. Ja, jetzt bin ich auch scheißegal mit der Kamera. Bam. Sieh einmal an, Junge. Nice. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Ja, das sagt er immer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Ja, krass. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Ist auch nice. Zack. Okay. Fett. Redest du mit mir? Wer ist da? Hallo? Ah, hier bist du. Blöde Fotze. So, jetzt muss ich kurz überlegen, der Bohrersprung. Okay, ich glaube, den muss ich erst irgendwie noch triggern. Das werden wir gleich tun. Allerdings werde ich mir jetzt erstmal... Nö, das brauche ich nicht. Bohrersprung brauche ich auch nicht. 50er... Hackerpfeile brauche ich tatsächlich eine. Schwere Nieten. Weiß ich nicht. Mir das Geld jetzt auch nicht wert, dann nehme ich lieber Bam. Mache ich mich lieber voll mit Kugeln. So, zack, her damit. Ach, da bist du, Fotze. Ha? Gib mir deinen Scheiß. Oh. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Nice. Wir haben Hypnotisieren. Das ist gar nicht so schlecht. Das werde ich jetzt erstmal gegen Telekinese austauschen. Ja, Hypnotisieren ist im Endeffekt wie beim ersten Teil die Fähigkeit Rage. Das heißt, ich kann die Gegner sich gegenseitig abschlachten lassen, was manchmal sehr vorteilhaft ist tatsächlich. Ich werde es nicht sehr oft einsetzen, aber wenn ich es einsetze, dann richtig. Okay, hier gibt es nichts. Wir sind auch schon wieder an der Zeit eigentlich. Jetzt ist Plan B gefahren. Moment. Hier. Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte. Bam. Ja, wie man sieht, mache ich jetzt in diesem Spiel... was heißt kein Fortschritt? Das ist eigentlich gar nicht wahr. Ich bin eigentlich schon relativ gut dabei. Möchte ich meinen, dass ich gut dabei bin. Ob es so ist, weiß ich nicht. Was ist hier? Zack, alles mitnehmen, was geht. Zack. Oh, Waffen-Upgrade. Nice. Ladestreifen. Ja. Na, nice. Mehr Nieten. Mehr Nieten. Nieten sind immer gut. Ja, trinken wir mal ein bisschen hier. Trinken wir mal Antiperson. Nice. Okay, gut. Dann ist das Theater auch abgeräumt. Ja, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, wie gesagt, wir werden uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir keinen Big Daddy klatschen. Nö, er hat keine Sister dabei. Wie gesagt, sobald ich alle Little Sisters in diesem Gebiet oder in irgendeinem Gebiet befreit habe, ja, dann kommt eben die blöde Big Sister und will uns töten. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen.
Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Nö, ja, aber ich hätte gern diese Mushrooms, bitte. Ich glaube, die steigern meine Reflexe um ein Vielfaches, habe ich so den Eindruck. So. Hä? Also ich glaube, dass wir in dem Gebiet demnächst fertig sind, deswegen, weil wir sollen ja jetzt wieder zurückgehen. Deswegen werde ich wahrscheinlich doch warten, bis ich hier die Möglichkeit habe, auch noch die letzte Little Sister zu gainen. Das wäre natürlich nice. Deswegen sehen wir uns am nächsten Part wieder hier, wenn ihr dabei sein wollt und möchtet. Ich weiß, es ist beides das gleiche Wort, aber egal. Und sage ciao.